Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Regen ist ein Segen. Im Neuen Testament bedeutet Regen ein Segen Gottes. Und wenn es nicht regnet, dann stirbt die Natur und dann ist Wüste. Und Wüste ist in der Bibel auch ein Zeichen des Fluches. Und ich glaube, die ganze Bibel kann man viel darüber lesen, wo es immer Hungersnot gegeben hat, weil es nicht geregnet hat. Und viele Leute sind gestorben. Und es war ein schreckliche Zeit, wenn du das überlegen kannst, dass du als Hunger sterben musst und dass deine Kinder sterben, dass alles Mögliche los ist, verstehst du? Kannst du dir das vorstellen, du hast nichts mehr zu essen, deine Kinder sterben, dein Vieh stirbt, weil es keinen Regen mehr gibt. Und ich glaube, das ist so etwas wie ganze Katastrophe ist. Und jetzt möchte ich einfach mal so sagen, das Gegenteil ist Fluch und das Gegenteil ist das Segen Gottes. Und ich glaube, wir wohnen in einer Gegend, auch Tunesien, wo geistlich gesehen es eine Wüste ist. Stimmt das? Und jetzt fange ich an, eine Geschichte zu erzählen von der Bibel, wie ihr alle kennt. Ein Mann, ein Prophet, hat einen Auftrag von Gott bekommen. Geh zum König Ahab und sag ihm, auf dein Wort hin wird es 3 Jahre nicht mehr regnen. Ist das eine Autorität? Ein Prophet, der eine Vollmacht hat, um zu sagen, stopp, 3 Jahre wird es nicht regnen. Und auf dein Wort hin wirst du den Regen wieder freisetzen. Wow, das bedeutet, der Prophet hat die Autorität von Gott bekommen, auf sein Wort hin Regen freizusetzen und Regen zu stoppen. Und nach Gretin und er stoppt diese Regen und tatsächlich 3 Jahre hat es in Israel kein Tropfen mehr geregnet. Das kannst du dir vorstellen, schon ein trockenes Land, sehr heißes Land, 3 Jahre, bis sie ganz, ganz am Boden waren. Und dann geht Gott zu Ahab hin, zu diesem König, durch den Prophet, und er sagt ihm, ich bin gekommen, ich habe gute Nachricht, es wird wieder regnen. Es wird heute nochmal regnen. Auf mein Wort hin. Und da fängt der Ahab an zu schimpfen, du schlechter Prophet, du bist schuld. Und das, dann sagt der Prophet, nein, du bist nicht schuld, ich bin nicht schuld, sondern du bist schuld. Du hast dein ganzes Land von Gott zu Baal gebracht. Das ganze Land. Und wenn du anfängst, Götzendienst zu machen, dann fängt an, der Regen, der Segen Gottes aufzuhören. Im Neuen Testament, Regen ist dieses Segen Gottes. Und ich kenne viele Gemeinden, die haben angefangen im Wille Gottes drin und der Regen fing an zu fallen. Der Segen war da und schon Heilung geschieht und Befreiung geschehen und finanziell und Wunder und Wunder. Und plötzlich manche Gemeinde, plötzlich hat es aufgehört. Man hat immer noch gepredigt, sind immer noch Gottesdienst gewesen, man hat immer noch Musik gemacht, hat immer noch Lobpreis gemacht, aber der Segen war weg. Es war nicht mehr wie früher. Und wisst ihr, wo das öfters kommt? Oder ein der Merkmale, wie man das merkt, ist, wenn es Geldprobleme gibt.
wenn du irgendwo bist in Gemeinde und du merkst, es wird ganz, ganz viel Zeit von der Predigt genommen, über Geld zu sprechen. Und das ist öfters ein Zeichen, dass die geistlichen Leiter Angst haben, weil sie gemerkt haben, es kommt weniger Geld rein. Und dann predigt man über Geld, anstatt zu fragen, Gott, was ist los? Ist etwas gemacht worden? Ist ein Fluch gekommen, weil wir nicht mehr dich eingebetet haben, weil du nicht im Mittelpunkt warst, weil viele andere Sachen da, wo wir dir die Ehre nicht mehr gegeben haben? Und du musst wissen, es bedeutet nicht, wenn du Christ bist, dass dein ganzes Leben gesegnet bist. Du bist errettet, aber nicht unbedingt gesegnet. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst das Evangelium predigen, du kannst Vollmacht haben, aber du kannst nicht gesegnet sein, weil der Regen hat aufgehört. Und es kommen öfters Leute, die sagen, ja du, ich hab etwas verloren, ich habe keinen Frieden mehr, ich habe keinen Segen mehr und die Ehe und das Kind und die Familie und das und jenes. Piero, bete, schick den Teufel weg. Und ich kann dir etwas sagen, es ist nicht immer der Teufel. Gott hat sich manchmal zurückgezogen. Es regnet nicht mehr. Und dann gibt es viele Gemeinden, wie blühende Gemeinden waren, mit Zeichen und Wunder, und plötzlich sind es wüste Gemeinden. Ich bin nicht da, mit dem Finger zu zeigen, zu kritisieren. Und sie machen alles richtig, sie lesen die Bibel und sie predigen alles Mögliche. Aber du sitzt im Gottesdienst drin und du spürst, hey, der Segen ist weg. Es ist nicht mehr, dieses Ding ist da. Und ich glaube, im Neuen Testament ist es ganz wichtig, das rauszubekommen, bist du irgendwo, wo Regen ist. Weißt du, es muss nicht alles perfekt sein, aber die Gegenwart Gottes muss da sein. Versteht ihr? Es muss nicht alles perfekt sein und toll sein und die beste Musiker und die beste Anlage. Nein, die Gegenwart Gottes muss da. Es muss dieser Regen da sein. Es gibt nichts Schönes, eine Gegenwart Gottes zu sein, und du hast den Eindruck, es kommt wie ein Regen auf dich. Die Liebe Gottes kann wie ein Regen sein. Die Gegenwart Gottes kann wie ein Regen sein. Sende Regen. Das ist etwas, wie so wichtig ist. Ich habe so dieses Wort vom Herrn bekommen, wie Gott sich wünscht, dass wir beten, dass dieser Regen nach Tunesien kommt. Ich habe so richtig dieses von Gott bekommen. Gott hat gesagt, Piero, diese prophetische Autorität ist auch eine Autorität, um Regen freizusetzen. Prophetisch freizusetzen, dass dieses Land gesegnet wird werden. Ich kann auch sagen, das Land hat nichts zu tun mit Segen zurzeit. Fragt mal die Tuneser, wenn er mal ins Gespräch kommt mit einigen. Und wir in Europa sagen, ja, die sind jetzt demokratischer geworden. Der Diktator ist weg. Fragt mal die Leute, die sagen alle, es war mehr Sicherheit und es ist im Land besser gegangen mit dem Diktator als das, was wir jetzt haben. Es geht mit den Chinesern, geht es gar nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Die haben eine Zeit. Ich erzähle euch vielleicht nur eine Geschichte, dass ihr wisst, wie das geht. Es gibt das schlimmste Land zur Zeit auf der Welt. Für die Leute, die Nachrichten ab und zu schauen, die werden das manchmal merken. Dieses schlimmste Welt ist Haiti. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen Nachricht gehört. Haiti ist ein christliches Land. Dass die Mehrheit sind Katholiken, das sind aber Christen, es gibt viele, viele Christen in Haiti. Und ich kenne auch persönlich einige Missionare, die bis vor kurzem dort waren, aber konnten nicht mehr. Da gibt es keine Polizei mehr, gibt es keine Kontrolle mehr, da gibt es nur noch die Straßenbande und tot und umgebracht. Es ist ein furchtbares Ding, wenn du jetzt Nachrichten guckst oder googelst, wenn du Interesse hast über Haiti. Es ist das schlimmste Land der Welt. Vor 35 Jahren war Haiti ein blühendes Land. Und da gab es den Präsident von Haiti, das gibt's, hat es nur einmal gegeben, ist ein katholischer Priester gewesen. Und da hat geheißen Papa Doc. Und da hat ein richtiger, ein bisschen diktaturmäßig gewesen, aber das Land war total an Segen und dann ist er gestürzt worden von der Revolution. Und ich habe den Film selbst gesagt und ich habe mit Leuten gesprochen, die dabei waren. Da musste der flüchten, sonst hätte sie ihn umgebracht. Und als er geflüchtet hat, ist er morgens früh am Boot gewesen, mit einem Schnellboot, ist er, glaube ich, in ein anderes Land geflohen. Und er steht auf diesem Boot und er streckt seine Hände und er sagt, im Namen Jesus verfluche ich dieses Land. Ich vermute, dass dieser katholische Priester auch ein okkulter Priester war.
Und ich kann das sagen, seit diesem Datum ist Haiti von einem blühenden, gesegnetes christliches Land eines der schlimmen Länder geworden. Mit Erdbeben, mit 30, 40, 50.000 Toten, einem Schreck nach dem anderen. Und es gibt keine Regierung mehr und die ganzen Länder probieren was zu machen. Du kannst nichts machen. Ich muss sagen, es wird fast unmöglich sein, wenn Gott das nicht macht, dieses Land zu verändern. Es ist verflucht worden. Und Haiti, möchte ich sagen, ist ein Wüste geworden. Du kannst so ein Paket Geld haben und so ein Kilo Brot kaufen. Das ist Haiti zur Zeit. Und es gibt viele Länder, die sind verflucht, aufgrund von Sachen, die geschehen sind. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in Monastir gibt es Katakomben. Und da gibt es noch Räume drin, wo tausende Knochen von Christen, die umgebracht worden sind, unter dem Keller liegen. Ist immer noch da. Und das ist das Ergebnis von Fluch und von Segen. Und ich glaube, dass Gott, wenn er Leute erreichen wird, Länder erreichen wird, wird anfangen, wieder die Segen zu bringen über Länder. Es wird kommen. Ich habe den Eindruck, dass unsere Länder in Europa, ich rede mal von Deutschland, von Frankreich, wahrscheinlich von Österreich auch, ist nicht in diese Richtung Segen, sondern es geht runter. Ich gebe euch nur ein Beispiel. In Frankreich hat man einen Präsident gehabt, einen Sozialist, Monsieur Hollande. Und der hat das Gesetz gemacht in Deutschland für die Homo-Ehe. Das ist der, der es durchgesetzt hat. Und das ist schrecklich durchgesetzt worden, weil am Ende in Frankreich war die Mehrheit gegen die Homo-Ehe. Weil Frankreich trotzdem ein katholisches, gläubiges Land ist. Und da sind viele Katholiken auf die Straße gegangen, haben gebetet mit Kerzen auf der Straße, dass sie dagegen sind. Und die sind, während sie gebetet haben, von der Polizei verprügelt worden. Verstehst du? Und als ich diese Bilder gesehen habe, hat mich mein Herz total getroffen, dass man Leute, die kommen kann und man kann sie mit verprügeln auf der Straße, die Polizei, weil sie am Beten waren. Sie sind nicht aufgestanden und gesagt, nein, wir beten, dass das Gesetz nicht kommt. Dann haben sie das Gesetz durchgepeitscht. Dann hat Gott zu mir gesprochen, Piero, dieser Präsident wird jetzt gedemütigt werden von mir. Und dann ist etwas passiert. Im nächsten Jahr ist dieser Präsident Hollande, also was in Frankreich noch nie passiert hat, hat nur noch 10% an Werte gehabt. Das gibt es nicht. Ein Präsident hat in Frankreich immer so zwischen 30% und 50%, 60% für die Bevölkerung. Hat nur noch 10% gehabt. Das war der unbeliebteste Präsident. Und er hat sich nicht mehr mal mehr aufstellen lassen, weil er gewusst hat, ich habe keine Chance. Wir sind in der Zeit drin, wenn man ein bisschen manchmal auch nachdenke und die Nachrichten anschauen, dann sieht man manchmal, so wie Gott die Hand wegmacht und Gott wie die Hand segnet. Argentinien hat einen Präsident bekommen, ein wiedergeborener Christ, wisst ihr das? Groß getauft. Stehst du und gibt die Ehre Gott. Natürlich sind die ganzen Medien dagegen. Wenn jemand an Gott glaubt, ist die Medien immer dagegen. Das müsst ihr so wissen. Aber ich glaube, dass die Hand Gottes auf ein Land kann kommen und kann gesegnet werden. Ich will jetzt nicht viel Politik machen, aber das ist, Gott segnet und Gott segnet nicht. Und wenn Gott irgendwo nicht segnet, so nicht das Problem beim Teufel, sondern so das Problem bei Gott, gibt es etwas unter uns, was dich stört. Und das hat öfters zu tun mit Stolz, mit Ehre nehmen, mit Finanzen, mit Geiste Isabel, mit Manipulation, mit Hexerei, mit vielen Sachen, wo Gott sich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern Gott zieht sich immer ganz langsam rüst. Und dann wird diese Blühende verwandelt in eine Wüste hinein. Und wenn das Volk Gottes Buße tut und sich demütigt, wird der Regen wiederkommen. Das ist einfach ein Prinzip, wie wir wissen müssen. Aber heute Abend möchte ich das habe ich so von Gott empfangen, wir sollen Regen beten über Tunesien. Und ich mache ein Lied die ganze Zeit im Kopf gewesen, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ich werde mal anfangen mit diesem Refrain, das kennt ihr wahrscheinlich. Sende Regen, sende Regen, sende Regen, sende uns der Geist der Offenbarung. Gib uns Vater, der Geist der Weisheit, sende Regen,
sende uns der Geist der Offenbarung. Lass uns sehen und erkennen, was kein Auge je gesehen hat. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Und ich habe so auf dem Herzen, nicht am Klavier, muss hochkommen. Und ich glaube, dass wir heute Abend etwas machen sollen, etwas Prophetisches. Wir sollen diese Rege wie dieser Prophet proklamieren. Amen. Ich hätte gern, dass wir vielleicht alle noch einen Moment aufstehen. Und ich hätte gern, dass wir das Lied singen, Sende Regen. Vielleicht könnt ihr es mal einmal anhören. Und das zweite Mal, wenn wir es nochmal singen, singt es mit. Und dann fangen wir an zu beten. Unsere Hände zu strecken und sagen, Tunesien, empfang die Regen Gottes. Empfang die Regen Gottes. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Lass uns sehen und erkennen, was kein Auge je gesehen. Deine Liebe, deine Macht und Majestät. Gib uns, Vater, gib uns, Vater, gib uns, Vater, den Geist der Weisheit. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Komm, wir singen jetzt nochmal dieses Sende Regen. Und ich möchte, dass einfach 4, 5 Männer anfangen zu laufen um den Raum rum und im Geist zu beten. Fangt im Geist stark zu beten, wenn wir das weiter singen. Sende Regen. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Lass uns sehen und erkennen,
Majestät. Ich singe weiter, sende Regen. Und ich möchte, dass einige prophetische Frauen fangen dann mitzulaufen und fangen dann zu prophezeien über Tunesien. Fangen dann zu prophezeien, werden wir weiter singen einfach. Bisschen höher. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Oh, sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen, sende Regen, sende uns den Geist der Offenbarung. Lass uns sehen, lass uns sehen und erkennen, was dein Auge neu gesehen. Die Chinese wird leben. Die Chinese wird leben. Die Chinese wird leben. Und hör mal zu. Psst. Wer glaubt denn, dass in der unsichtbaren Welt gerade etwas geschieht? Dass eine unsichtbare Welt, da vor Engel da sind und sie fangen an, das vorbereiten. Aber ich habe gerade jetzt einen Eindruck bekommen, wie Gott mir gesagt hat, ganz besonders für die Leute, die rumgelaufen sind. Du wirst wie ein Stück von dieser Salbung des Elias bekommen und du wirst Regen freisetzen und du kannst auch Regen stoppen, wenn du einen prophetischen Dienst machst. Ich spüre gerade weh. Der Herr sagt, ich berühre deine Hände und du wirst Regen freisetzen. Es ist jemand da von der Gegend von Stuttgart. Und ich sehe, wie du Gott dich ruft, mehr und mehr in die Stadt zu gehen und zu beten, dass der Regen in diese Stadt reinkommt. Es gibt einige von euch, die wohnen geistlich gesehen in Gegenden in Deutschland, wo es eine Wüste ist. Ich habe letztes Mal mit der Frau telefoniert, ich sage, Papiero, der nächste Hauskreis von mir ist 25 Kilometer.
Und die nächste Gemeinde sind 50 Kilometer. Da wohne ich. Und es gibt einige Leute, die wohnen vielleicht in einer Gegend, die so wüst ist. Aber denk, Gott hat einen Auftrag für dich. In Israel hat Jesaja gesagt, die Wüste soll blühen. Und wenn du in einem Ort bist, wie geistlich gesehen eine Wüste ist. Elia hat gebetet und hat geglaubt und da war steht geschrieben, ein Mann wie du und ich. Und der Regen ist gekommen. Hör mal zu, ich glaube, Gott möchte prophetische Bestätigung geben. Spür so wie im Geist, einige werden total spüren, wie Gott ihre Hände berührt. Und du wirst deine Hände erheben zu Gott. Und du wirst den Regen rufen. Du wirst den Regen rufen, da wo du bist. Du wirst dich nicht mehr beschweren über Wüste, sondern du wirst den Auftrag von Gott bekommen, in Orte zu gehen. In Städte zu gehen. In manche Städte, wo es in Deutschland vielleicht nicht mehr 1% wiedergeborene Christen gibt. Und du wirst hingehen und du wirst beten, dieser Regen, dass er kommt. Dieser Regen. Die Bibel sagt, der Spätregen wird stärker sein als der erste Regen. Und der Spätregen wird kommen über Deutschland, über die Schweiz, über Österreich. Und dieser große Platschregen wird kommen über Tunesien. Weil der Plan Gottes ist, dass das Land zurückkommt zu Jesus Christus. Und die Tunesier sollen gesegnet werden. Empfang gerade. Ist jemand da, du spürst gerade, wie der Ruf Gottes dich durchströmt von Kopf bis Fuß. Es kommt über dich. Es kommt eine ganz besondere Salbung, um Regen freizusetzen. Es geht bis in deine Füße hinein. Du wirst dann auch das Stehen, du wirst dann auch das Laufen und du wirst es spüren, es kommt. Es kommt. Am Samstag, wenn wir unser Gebetsmarsch machen oder uns mit der Kutsche fahren, wenn wir Gebetszeit haben, denk dran, der Regen soll kommen. Es soll kommen. Ich weiß nicht warum, aber manchmal, wenn es regnet, kann man es riechen. Hör zu, atmest man ein. Denn einige da, du kannst es riechen. Diese trockene Luft von der Wüste geht weg. Diese dämonische, trockene Wüste-Luft geht weg. Es geht weg. Und es kommt jetzt. Es kommt jetzt. Elia hatte ganz, ganz, ganz kleine Wolke gesehen, wie eine Hand. Vielleicht im Geist kannst du spüren, wie so ganz kleine Wolke anfangen zu kommen. Aber der Regen kam. Atme es ein. Es gibt einige Leute, die werden lernen, geistlich zu atmen. Geistlich einzuatmen. Es ist jemand, du hast in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob es von der Bronchien oder von der Lunge kommt, du hast öfter so wie Staub in der Lunge gehabt. Und Gott sagt, ich berühre sogar menschlich gesehen jetzt deine Bronchien oder deine Lunge, es wird aufhören. Es kommt jetzt, ich heile dich. Ich heile dich in Jesu Namen. Ich heile dich. Es ist das Feuer der Heilung. Es ist das Feuer der Heilung. Es ist ein heiliger Gott heute Abend da, der ruft prophetische Männer und prophetische Frauen, diese Arbeit von Elia zu machen. Regen freisetzen. Das Wort vom Herrn. Bekomme es heute Abend. Bekomme es. Dieser Mantel des Elias ist nicht gemacht für Gemeindeprophezeien, sondern ist gemacht für die unsichtbare Welt. Es gibt einige Leute, die haben es noch nie bekommen. Aber ich spüre, wie heute Abend der Mantel über einige Leute kommen möchte. So wie eine Schwere auf dich fällt. Ein prophetischer Mantel. Ein prophetischer Mantel für dich.
Wir kommen in diese neue Zeit hinein. Wir kommen auch in diese neue Zeit hinein. Lass uns einen Moment haben, wo wir nach Gott anbeten, wo wir in die Anbetung reingehen. Wo wir Gott danken. Und wer es mit Gott danken, sei bereit, auch von Gott Visionen zu bekommen, von der unsichtbaren Welt. Empfang sie. Und wir werden vielleicht die nächsten Tage mal einige von diesen Visionen aufschreiben oder ein bisschen Zeugnis geben, ein bisschen E-Mail schreiben. Der prophetische Salbung soll freigesetzt werden heute Abend. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor
Er regiert die Erde mit Macht.
Ehre sei dem Namen des Herrn.
Danke. Stehen wir in deinem Licht,
Thank you.
das geopfert ist, würdig das Lamm zu See.
Sende uns den Geist der Offenbarung. Sende Regen. Sende Regen. Sende uns den Geist der Wir lieben dich, Majestät.